So, wir brauchen Licht. Und dann wollen wir uns hier umsehen. Also die Räume waren ja alle leer. Also wir gehen jetzt einmal diese Gänge lang. Na? Wir haben Bilder. Okay. Vorher hatten wir noch Müllhaufen. Oh, sind die Fässer voll? Leer, leer. Nein, die Fässer sind nicht voll. Schade. Aber da hinten, die Fässer sind neu. Vorher ging das nur bis... Oder? Nee, die sind auch nicht neu. Also diesen Raum gab es schon... Nee, nichts Verdächtiges, okay. Den Raum hier auch. Alles leer. Eine Fledermaus liegt noch rum. Genau, die Wand hier ist immer noch da. Also ja, sieht zwar alles schöner aus, aber wirklich was Neues sehe ich hier noch nicht. Was der Butler-Hofchronist da geschrieben hat. Vielleicht auf der anderen Seite. Wäre aber komisch, weil eigentlich müsste das einigermaßen symmetrisch alles sein. Ist ja auch der Rest der Burg. Na gut, einfach gucken, vielleicht mal Waha anmachen. Hier müsste was liegen, laut Auge. Ich sehe nur nichts. Oh, vielleicht eine Etage drunter über drüber. Wie hier zum Beispiel, es geht runter. Oh, Moment. Heißt es, auf der anderen Seite ging es hoch? Müssen wir näher gucken. Also ja, es gibt doch definitiv was. Da hinten scheint die Wand immer noch da zu sein. Euch haben wir schon geplündert. Den Raum hier auch. Und das wieder eine Wand. Okay. Also wir wissen nur von der Treppe nach unten. Die gehen wir jetzt mal runter, gucken, was da ist. Und danach gehen wir nochmal zurück auf die andere Seite und suchen so eine Nische. Auch wenn die ein wenig schwer zu verfehlen ist. Ich glaube, die wäre mir aufgefallen. Na gut, runter da. Ganz schön eng. Wow, sehr viele Tore. Können wir das wirklich brauchen? Ledergürtel. Okay, es sind keine Räume, es sind Zellen. Das ist unser Gefängnis. Unser noch leeres Gefängnis. Boah. Hier musste was drin sein. Jedenfalls laut Auge. Oh, war es auch. Eine Lederrüstung. Ich hoffe, da war nichts mehr drin. Tagebuchauszug. Was haben wir denn da? Notizen des Schreibers. Verhör von Selgin. Tag 3. 8. Juni 1120. Inquisitor. Also gut, gehen wir es nochmal durch. Gestern sagtest du, die Gruft sei in Bracada. Oh, es könnte um ein Dungeon gehen. Beute und so. Also die Gruft sei in Bracada. Einige meiner Männer sind von Golems getötet worden, als sie an den Platz gesucht haben, den du angegeben hast. Ich dachte, wir hätten uns endlich darauf geeinigt, zusammenzuarbeiten. Aber jetzt merke ich, dass du mich angelogen hast. Daraufhin Selgin? Nein, hab nicht gelogen. Grenzen haben sich geändert. Inquisitor? Pah, letztes Jahr sind die Grenzen geändert worden. Leg die Instrumente an. In Ordnung. Heilt ihn, weckt ihn auf. Jetzt spricht er wohl wieder mit Selgin. Ich bin dein Freund. Ich kann den Schmerz beenden. Sag mir, wo die Gruft des Meisters ist. Irassia. Südliches Irassia. Macht das sogar Sinn? Südlich von Irassia sind doch sogar die Bracada-Wüsten, oder? Inquisitor? Hört sich schon besser an. Leg die Instrumente aber ruhig noch einmal an, um sicher zu gehen. Sehr nett. Dein Freund, ja? Okay, heilt ihn und weckt ihn wieder auf. Ich bin dein Freund, ich kann den Schmerz beenden. Sag mir die Wahrheit. Wo ist die Gruft des Meisters? Selgin? Ich hab's doch schon gesagt. Oh, bitte nicht. Südliches Irassia. Okay, gut. Das war's, Jungs. Bringt den Gefangenen zurück in seine Zelle und dann müssen wir los. Also, südliches Irassia. Oder Bracada. Nördliches Bracada.
Okay. Noch irgendwo was? Aha, da ist ein Tunnel. Und Knochen. Ein Fluchttunnel mit Gold. Was? Warum hast du hier drin Gold, verdammt? Du bist gefangen, der bringt dir Gold gar nichts. Wie bist du an das Gold rangekommen? Oh. Ugh. Okay, raus hier. Einmal hoch. Eine leere Trankflasche. Und ich höre irgendwelches Geblubbere. Wie von alchemistischen Ständern. Und unsere Folterkammer. Ja. Oh. Noch mehr Gold. Noch so ein albernes Ding? Hier müsste noch was sein, laut Auge. Oder ist das über uns? Nee, das ist über uns. Ja, okay. Also wir haben jetzt die dunkle Seite des Schlosses gefunden. Und ein Hinweis auf ein Kerker des Meisters. Ja, also irgendein mächtiger Magier, Nekromant, Inquisitor, irgendwas. Das sieht immer noch komisch aus. Oder ist nichts. Gut, also zurück zum Hauptgang. Auf die andere Seite gucken, ob ich da vielleicht noch eine Treppe runter oder eine Treppe hoch verpasst habe. Und wenn nicht, dann erstmal raus hier. Und dann müssten wir eh nach Erastia oder dergleichen, um aufzusteigen. Und nö, ich habe hier nichts verpasst. Es müsste hier sein, sonst wäre es unsymmetrisch und das wäre komisch. Also raus hier. Also Erastia oder was auch immer sich gerade anbietet zum Trainieren. Wir werden noch nicht zur Königin gehen und auch nicht zum Elfenkönig. Da sollten wir uns erst später drin einmischen. Jetzt ist es Zeit, noch mehr Beute zu machen. Vielleicht ein paar andere größere Aufgaben angehen und später, so in ein, zwei Wochen, vielleicht auch Monate, dann können wir uns um die politischen Sachen kümmern, würde ich sagen. Also, das Inventar sollten wir mal aussortieren. Das kommt zu ihr, das kommt zu ihr. Sonst ist soweit okay. Weil er wird immer vollgemüllt sein. Er wird nie Platz haben später. Aber es werden immer mehr Questgegenstände. Aber ist okay. Tränke. Wir nehmen ganz schön viel Platz weg. Das ist eine alchemistische Zutat. Alchemistische Zutat. Leere Flasche. Du rüber. Weg. Weg. Achso, 8 Stiefel. Besser als 6er Stiefel. Kann auch weg. So, können wir euch irgendwie stapeln? So, ja. Naja, sieht ein bisschen besser aus. Das kommt zu ihm. Das kommt weg. Das kommt weg. Das wird auch bewahrt. Aber ich tue es mir trotzdem lieber zu Gerugon. Weil wenn ich es hier liegen lasse bei der Verkäuferin, ist es irgendwann weg. Stadtportal sollte auch nicht verkauft werden. So, also alles, was bei ihm... Questgegenstand. Alles, was bei ihm im Inventar ist, kann weg. Das merken wir uns einfach so. Nichts Wichtiges bei Lay lassen. Kann ich euch helfen? Weg, weg. So, besonders hattest du nicht, nee. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Dann schauen wir doch mal, wohin die Fahrt uns bringt. Hallo? Erastia. Ja, es geht sofort los. So, Trainingshalle war hier vorne. Ihr wollt aus, so ist es richtig. Eine Stufe. So ist es richtig. So ist es richtig. So weit, so gut. Dann wollten wir hier jetzt diesen einen anderen Ritter suchen. Ich glaube, der war hier vorne. Und ihm sagen, dass wir das Geisterhaus leer gemacht haben. Ne, hier war Quixote. Don. Nee, du heißt nicht Don, oder? Charles Quixote. Ja, ja. Genau. Du heißt Don. Kannst mir erzählen, was du willst. Kämpe. Na, ihr seid zurück. Und euren Gesichtern entnehme ich, dass ihr die Aufgabe bewältigt habt. Sehr gut. Hiermit ernenne ich alle Ritter unter euch zu Kämpen. Und die anderen seid hiermit Kämpen ehrenhalber. Tragt diesen Titel mit Stolz.
Und jetzt könnten wir bei ihm Schattenretter werden. Was ein wenig was auf seinen Charakter schließen lässt, aber das können wir noch nicht. Ja, an mich müsst ihr euch wenden, wenn ihr zu Schattenrittern ernannt werden wollt. Aber wie wollt ihr denn Schattenritter werden, wenn ihr noch nicht mal wisst, ob ihr eigentlich böse seid oder gut? Kehrt zu mir zurück, wenn ihr euch endgültig der Finsternis verschrieben habt. Das so offen kundzutun ist schon mal sehr interessant. Aber gut, er weiß, wer er ist, das ist okay. Jetzt dürften wir allerdings nochmal aufsteigen können, richtig? Richtig. Leider hatten wir nur keine Ritter. Wir haben nur einen Paladin. Ihr wollt ausgebildet werden. So ist es richtig. So ist es richtig. So. Und um den Paladin aufzusteigen, müssen wir den Drachen töten. Was wir theoretisch mal versuchen könnten. Das wird aber bestimmt ziemlich schwer. Was haben wir denn? Wir haben einen Goldbonus, was nicht so viel bringt. Und einen Feilschenbonus, was schon ganz nett ist. Aber ich glaube, wir sollten vielleicht mal NPCs suchen, die uns im Kampf helfen können. Kaplan. Seid gegrüßt. Zaubert einmal pro Tag Segen. Nee. Nee, danke. Betrüger. Rüstschmied. Nee, Kirogon kann reparieren. Wir bräuchten irgendwas, was alle magischen Attribute erhöht. Oder Meditationen bringt. Oder sowas in der Richtung. Seemann. Bürger? Also, einfach nur Bürger. Normale Menschen, wer will denn sowas haben? Vollkommen langweilig. Hi. Rassia ist sicher ein besserer Ort, seit Königin Katharina auf dem Schloss Greifenherz regiert. Meint ihr nicht auch? Können wir nicht wirklich beurteilen. Aber es ist schon mal schön, dass wir was Positives über sie hören. Das hilft uns vielleicht, uns besser zu entscheiden später. Bill Lasker. Bill Lasker ist vielleicht ein Krimineller, aber er hat von Zeit zu Zeit auch für die Krone gearbeitet. Spezialaufträge, offizielles Abstreiten aller Verbindungen, Spionage, solche Sachen. Eine ganze Reihe von merkwürdigen Vorkommnissen kann mit Bill selber in Verbindung gebracht werden. Nicht aber mit der Krone. Seid mir ehrlich, glaubt ihr wirklich, dass die Truppen der Königin es nicht schaffen würden, einen einzigen Mann zu finden und zu verhaften, selbst wenn er sich in den Kanälen versteckt? Boah, ist wohl was dran. Jeder König braucht jemanden, der dreckige Arbeit macht. Aber Kanäle. Wo könnten wir wirklich mal runtergucken? Erfrischend. Zumal, wir sind gerade in der Nähe. Und es wird bestimmt nicht schwierig sein. Ein paar Ratten, Schleim oder so. Da sind wir schon längst drüber erhaben. Als Heldentruppe. Holen uns ein bisschen was zu essen. Nur Harald, bitte sehr. So. Hier hinten waren irgendwo Eingänge recht nah an der Stadt. Vorher sollten wir allerdings noch Punkte verteilen. Ja, wir sollten definitiv Punkte verteilen. Nee, nicht bei dir. Bei dir. Und zwar Meditation auf 7, damit sie Meister werden kann. Auch bei ihr auf 7. Du bist schon 7. Das heißt, alle drei Damen könnten jetzt Meditationsmeister werden. Das waren Afli, glaube ich. Können wir gleich nachgucken. Das sollten wir auf jeden Fall auch machen. Nee, gar nicht. Es waren Bracada im Südosten oder so. Und Bracada könnten wir ja auch hin, um diese Gruft des Meisters zu finden. Aber ja, das sollten wir demnächst machen. Damit alle wesentlich mehr Zauberpunkte haben. Aber gut, restliche Punkte. Du. Platte. Der Träger muss nur eine Hälfte des Schadens hinnehmen. 50% Schadresistenz klingt sehr gut. Aber ich denke, ich werde erstmal reparieren und versuchen, bei ihm auf Meister zu bringen. Seelenmagie kann er eh erst später höher werden, wenn der Drache tot ist. Ah, Moment mal. Wenn der Drache tot ist, kann er auch gleich Meister werden? Das heißt, er könnte dann schon Leute wiederbeleben. Und unsere Klerikerin könnte es nicht. Ich glaube, ich warte mit dem Reparieren doch noch ein bisschen und pack mal Punkte da rein. So. Und warte jetzt ab, bis der Drache tot ist. So, bei dir. Du hast Meditation auf Experte, wirst bald Meister werden. Auf Meister sind die Auswirkungen verdreifacht. Das heißt, jeder Punkt, den wir hier jetzt reinpacken, zählt nachher richtig viel mehr. Zumal sie auch Zauberin ist, was am meisten
Boni bekommt durch Meditation. Erkennen. Noch geht das mit dem Erkennen. Stab. Fähigkeit wird zur Rüstungsklasse addiert. Viel mehr Rüstung. Nee, komm. Wir erhöhen Wassermagie. Damit der Säurestrahl noch mehr Schaden macht und wir so dem Drachen vielleicht einigermaßen zu Leibe rücken können. Die restlichen Punkte bewahren wir auf, um beim nächsten Level-Up entweder nochmal Wassermagie zu steigern oder Meditation. So, du. Du müsstest echt mal Alchemie-Experte werden. Und dann sollten wir da auch Punkte reintun, damit die Tränke besser werden. Also gerade Mana-Tränke brauchen wir sehr häufig. Luftmagie wäre sie schon auf 7. Ja, wir bewahren die Punkte erstmal auf. Und entweder werden wir bald Experte, dann kommen die Punkte da vielleicht noch rein. Oder im nächsten Stufenanstieg kommt es auf eins von den dreien. Bei dir könnten Geistesmagie erhöhen. Also wirklich Kette. Nö, du bewahrst die Punkte auch erstmal auf. So, und jetzt räumen wir da unten auf.